Nee, nee, das ist nicht fehlgeschlagen, das ist, glaube ich, so, das muss so. Ja, die hat mich irgendwie. Ich glaube, sie ist auf mich übergegangen. Okay. Ihm ist noch schlecht. Das ist gar nichts. Ivi! Achso, sie ist ja in mir. Bestimmt. Laptop. Oh mein Gott! Ich habe eine Vermutung. Ja, genau, die Vermutung habe ich auch. Jetzt. Ich nutze die Gelegenheit, um wieder einen Spannungsbogen aufzubauen, deswegen renne ich eine Runde. So, alle gespannt? Super. Komm schon. Muss ich jetzt selber was tippen? Nein. Ja, genau so habe ich es jetzt gemacht. Okay, hier muss es jetzt irgendwie weitergehen. Ich habe. Nee, das geht so aus. Naja. Sie ist sehr böse, glaube ich. Sie ist sehr, sehr böse. Alter Verwalter! Wir werden für immer zusammen sein. Ist der in die Kleine? Der ist irgendwie in mich reingerannt. Ja, die PS4 Pro hat viel kürzere Erinnerst du Ladezeiten. dich jetzt? Ja, Evelyn. Ich erinnere mich. Können wir eine Familie sein wie vorher? Fick Nein, dich. Evie, wir können keine Familie sein. Wir waren nie eine Familie. Wir werden das nie sein. Eine Familie. Dann brauche ich dich nie mehr. Das hat mich jetzt überhaupt nicht erschrocken. War ein ganz billiger Jumpscare jetzt. Ganz, ganz billig. Ich werde mal speichern, ich habe Angst. Warte. So. Was ist die lange Zeit? Genau. Oh, müsste noch reichlich sein. Wenn es geht, nicht vor die Kamera stellen dabei. Stehst vor der Kamera, oder? Ja. Gut. 1 Stunde 55 ist recht locker. Da können wir ja noch. Da können wir noch eine Weile dranhängen, ne? Auch noch eine Kaffeepause gleich. Wo muss ich eigentlich hin? Bevor ich hier. Ja, kann man nochmal aufsetzen. Kaffee ist genug da. Man muss ihn nur zubereiten.
Ja, jetzt muss ich. Ich gehe mal nach unten. Ich glaube, das macht Sinn. Ich gehe mal hier nach unten. Das macht bestimmt Sinn. Ja, fest kommt ab, ne? Schöne Kraft, ne? Die Frau. Ja. Jetzt ist auf jeden Fall mal. Hier ist auf jeden Fall immer noch nicht offen. Okay, dann ist das schon mal keine Option. Machen wir halt was anderes. Ich vermute, ehrlich. Oh. Ich könnte die wieder rausnehmen. Ich höre Geräusche. Ah! Es ist. Mhm. Das tut sie allerdings. Jetzt ist die Frage. Kann ich rausnehmen, ja? Die Frage. Aber wo? Wo waren die jetzt einzusetzen? Also da haben wir die Sicherung gerade rausgenommen. Ich vermute aber mal ganz stark, dass ich die wieder reintun sollte und wieder nach oben. Mache ich jetzt auch. Andere Lösung finde ich jetzt gerade nicht. Dann spuck dich mal wieder aus. Oh, guck mal. Okay. Das habe ich noch nicht probiert vielleicht. Oh mein Gott. Doch, das reicht. Hä? Links neben der Tür. Links neben der Tür? Ah, oh. Jemand hat die Inhalte mitgenommen. Also ich weiß nicht. Das ist der Raum aus dem Video, wo sie das. Hier war der. Nee, doch, hier war der Laptop. Nicht wahr? Da ist der Laptop. Er ist wohl kaputt. Oh. Ach, wenn ich jetzt einen Dietrich hätte. Natürlich mal wieder keinen Dietrich. Ich gehe jetzt erstmal 3 Stunden Dietrich suchen. Jetzt ist er kaputt. So. Da muss ich wieder ätzen. Ätzen habe ich nicht dabei. Nein. Okay. Dann ist das im Moment mal alles, was ich hier tun kann. Deswegen gehe ich jetzt in den Aufzug. Beziehungsweise auf den Aufzug. Entweder hier hochklettern oder. Das ist nur eine gute Frage. Ich bin ja eigentlich so weit oben, wie es geht. Nee, in dem Fall nicht. Geht nur noch mal eins hoch. Ja, aber 3F ist das letzte, was angezeigt wird. Hier. Hallo. Das ist eine sehr, sehr lange Leiter. So. Na toll. Ich gehe halt da rein. Jetzt bin ich schon hier. Plopp. Hallo. Hier. Was war denn das jetzt? Ich hab's gar nicht gelesen. War das wieder so ein Bumm? Ein Bummding. Ein Bumsdings. Ich bin auf dem Dingsbums hier. Wie heißt das? Auf der Brücke, genau. Die Brücke. Ach, guck mal, Kautabak. Jo. Jojo, jo. Auch gleich Munition draus. Laden auch sofort nach. Ach ne, von da komme ich ja. Jetzt, da muss ich lang. Da oben war ich, oder? Da bin ich. Da bist du gekommen. Ja? Ist das wirklich so? Na
Tür. Oh, 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 Moment. Vielleicht funktioniert er noch. Ethan. Hoffentlich schaffe ich es noch. Okay. Und das ist Deck. S2. Jetzt bin ich hier unten. Toll. Ethan! Hör auf, Evelyn! Oh, verdammte Halluzination. Wo ist sie? Ja, okay. Ist mit Sicherheit, das ist eine Psychoschlampe, eine kleine. Kraut. Was haben wir hier? Aufzug. Okay, dann war hier meines Erachtens nichts weiter. Da bin ich lang gelaufen. Captain's Cabin. Die Kapitänskajüte. Hola. Oh! Oh ja! Hä? Ich hasse es. Ja, das ist doch einer. Komm. Dreimal dagegen gehauen, dann ist das auf. Karte des Schiffs. Schön, dass ich die jetzt schon habe. Komm schon, hau das Ding dreimal dagegen. Damit könnte ich aufräumen. Das heißt, irgendwo muss man rumfahren. Es sollte irgendwo rein theopraktisch an Dietrich rumfahren. Jetzt sollte ich aber rausfinden. Also erstens sollte ich ins S2, weil da ist Ethan. Wo genau, weiß ich nur nicht. Draußen. Aber der S2 ist relativ riesig, ne? Ja. Das. Könnte eine Weile dauern, bis ich ihn gefunden habe. Auf jeden Fall bin ich jetzt auf der Brücke. Wir waren gerade eben in der Kapitänskajüte. Die Brücke haben wir eigentlich komplett angeguckt. Das heißt, momentan, wenn jetzt dadurch kein Weg geht und... Hä? Ah! Da geht's also... Oh, da ist was. Ah, da waren wir vorher. Ja, da liegt wieder eine... Was? Zurück? Hallo? Habe ich kein Messer mehr? Nö. Tolle Wurst. Scheiß drauf. Diese Figuren machen mir Angst. Ja. Dann sehe ich es mal so, Aufzug und wieder runter. Nee, also was? Stand noch was mit Schach. Mach nochmal die Karte an. Wo stand? Über den. Neben der Brücke und. Den Schlüssel für den Waffenschrank finden. Schlüssel für den Waffenschrank. Okay, da gibt es einen Schlüssel für. Ich sollte hin und wieder mal meine Aufgaben lesen. Tatsächlich. Das würde mir so helfen. Das Maschinengewehr bekommen. Die Tür mit Ätzmittel zur untersten Ebene gehen und Ethan retten. Okay. Also bleibe ich mal hier. Dann muss ja hier irgendwo ein Schlüssel sein für diesen... Der muss auf der Brücke sein, bin ich fast zu 100% überzeugt jetzt gerade. Oder ist der gar in diesem Raum irgendwo, in der Kajüte. Irgendwo. Wär's gut vom menschlichen Auge versteckt. Ich finde ihn nicht. Ist er ein Globus? Nein. Ja. Wie wär's, wenn du mal draußen, also jetzt raus, recht? Auf der Brücke. Ja, da muss irgendwo ein Schacht sein. Ein Schacht? Wieso muss hier ein Schacht sein? Da, guck mal, links. Rechts.
und spinnt in tiefster Dunkelheit, vergessen und versteckt. Hat einer von euch den Schlüssel? Komm schon, du hast ihn. Du hast ihn im Po stecken. Gib's zu. Möglicherweise, es könnte aber auch einer vom Schiffspersonal sein, der einfach bloß aus alarmtechnischen Gründen einen Helm und eine Gasmaske aufgesetzt hat. Ich werde das Gefühl nicht los, dass hier irgendwo dieser Schlüssel sein muss. Nee, sieht nicht danach aus. Ich springe jetzt einfach mal in den Fahrstuhlschacht. Bevor ich nochmal eine Dreiviertelstunde hier rumrenne. Hui! Ja, easy. Du kannst damit den Ding öffnen. Scheiß die Wand an. Du bist ja ein Genie. So. Das versetzt uns in die Situation, dass wir auf 2F sind. Und wir müssen auf S2. Aber da ist hochklettern, herabstehen. Oh mein Gott. Ich könnte diese Bombe auf den Boden legen und ich könnte sie wahrscheinlich den Viechern vor. Ja, ja. So stand es auch gerade da. Ja. Hab ich gelesen, ja. Aber jetzt frage ich mich gerade, was ist jetzt die bessere Entscheidung? Ich war auf 2F scheinbar noch nicht. Hier wird mir nämlich noch nichts angezeigt. Die Frage. Und auf 1F? 1F war ich schon. Ich gehe auf 2F. Hallo? So, wo ist Lars lang gelaufen? Ist der oben oder unten lang gelaufen? Ich habe keinen Plan. Ein Messer. Ist immer gut. Oh, wenn man gar nichts mehr hat, dann hat man wenigstens ein Messer. Da muss ich ätzen. Ja, ja, natürlich. Aber ich möchte. Ich kann sie nicht auf den Boden legen. Rennen, 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 rennen. Schieß, schieß. Also, so einfach mal eben ablegen kann ich die Bombe nicht. Von dem her ist meine Taktik, hier und da mal eine hinzulegen, schon am Arsch. Mikrowelle. Wer kommt auf die Idee, das da reinzutun? Schießpulver. Zeitung? 16 Jahre seit dem Albtraum von Raccoon City leiden die Überlebenden immer noch. Raccoon City. Das sind ja Memories pur. Jetzt baut sich so langsam die Hintergrundstory auf hier. Das ist ein Resident Evil Spiel. God damn it, what is that? What happened here? Gut. Okay. Hier habe ich. Da ist noch ein Gästezimmer. Bevor ich diese Leiter benutze, gucke ich mir noch das Gästezimmer an. Denn hundertprozentig liegt im Gästezimmer der Schlüssel für den Waffenschrank. Den hat man den Gästen übergeben, damit die sich im Notfall verteidigen können. Okay, es ist nicht das Gästezimmer, aber es ist ein Aufenthaltsraum. Was haben wir denn hier? Oh nein. Oh nein, jetzt geht wieder sowas los. Ich hasse es. Da, dreh mal das Bild gerade. Ja, das denke ich mir, dass das gerade muss. Aber wie ist denn das da gerade? Und wie ist das da gerade? Das ist ja nicht mal das. Ah! Die müssen gleich sein. Schön. Ist ja easy.
Oben. Schlüssel für Waffenschade. Boah, ist das ätzend. Ist das gerade aus dem Sofa? Ich frage mich auch gerade, also... Hat da jemand Seramis reingestreut? So, Schrank. Tabak, schön. Kurze Info zum Stream-Status, bitte. Ja, was ist denn jetzt mit Zielen hier? Haben wir doch gelernt, Mädel. Gott sei Dank. Toll, ich habe Maschinengewehr-Munition, aber kein Maschinengewehr. Das ist so doof. Okay, nur noch circa ein halbes Stündchen. So, jetzt habe ich wieder. Im Chat immer noch nichts oder halt. Hallo Chat, ist jemand da? Nur mal so in die Runde gefragt. Ich weiß, es gibt wahrscheinlich keine Runde. Ja, passiert ja auch nichts hier. Ich würde auch gehen. Was? Nee, ist gerade so spannend. Guck mal hier, Leiche. Trullala. Oh, okay. Gästezimmer. Guck mal, genau da wollte ich doch hin. Jo. Messer. Sage mal mit diesem. Ich weiß nicht, was ich mit den ganzen. Naja, ist egal. Irgendwann werde ich sie schon verwenden. Ein wunderschönes Zimmer. Klassisch eingerichtet. Jemand hat ein bisschen Schimmel und Asche verteilt. Was liegt denn da? Ein Zettel. Guck mal, zwei Seiten. Abteilung für Spezialeinsätze. Leiter Alan Droney. Und das habe ich doch alles schon gelesen, oder? Ja, das Evelyn. Ja, genau. Okay. Ah ja. Was habe ich denn? In der Kiste ist ja gar nichts. Ja, eben. Brauche ich doch auch nicht aufmachen. So. Ich wünschte, die Kerze würde mehr stinken. Oh, guck mal, Erzmittel. Ja, kurz speichern. Siehst du? Eine Stunde ist doch schön. Das heißt, das waren. Ja, wie das genau funktioniert, weiß ich leider nicht. Manchmal, wenn ich Livestreams mache, dann sehe ich immer so, einer kommt online, zweiter, dritter, vierter. Und am Ende, wenn ich den Stream dann beende, sehe ich auf einmal, okay, 40 Aufrufe. Die doch nicht, doch. Vielleicht sind da viele dabei, die einfach mal kurz so draufklicken und dann keine 10 Sekunden da bleiben. Wozu? Ist doch friedlich hier. Ja. Schlüssel für die Kapitänskabine. Ja. Starke flüssige Chemikalie. Also, Captain, ich komme. Ich erscheine. Da ist nix. Nee, nix. Wo geht's jetzt zum Captain Dingsbums? Das Maschinengewehr bekommen, das ist die nächste Aufgabe. Das heißt, Captain war ganz oben. Das heißt wieder. Geh mal da rein. Nee, da war ich schon. Ach, stimmt ja. Stimmt.
Und es ist sehr dunkel hier. Oh. Aber was soll ich mit den ganzen Sprengsätzen? Was geht denn hier ab? Kiste? Mit dem Dietrich? Oh ja. Ich liebe Dietriche. Sie machen die normale Bombe. Ich hasse diese Viehküche. Okay. Irgendwo hier war ja dieser Dietrich auch zu benutzen. Ich verspüre gerade nicht das Bedürfnis zu speichern. Jemand hat die Inhalte mitgenommen. Ich muss nur mal. Ich kann nur leider. Ah! Inektoxin! Alle in die S-Biobas. Bestig. Muss. Stimmt. Den. Gib sie Probe in den Nektoxin-Behälter. Verstehe. Ich muss irgendwas in einen Behälter tun. Sie hat sich selber angemacht. Ich kann das leider nicht beeinflussen. Dietrich, komm her, du Schwein. Der Münzer. Ich brauche immer noch 7 oder 6 davon. Nee, das Spiel ist... Ich glaube nicht, dass das schon fast rum ist. Also... Da ist was, da ist was. Something's moving there. Ich glaube, der ist von vornherein schon so irgendwie behindert gewesen. Ja, das arme Tierchen. Es tut mir so leid. Ich hoffe, noch ein Zehennagel abgebrochen ist.